Willkommen zu meinem Unboxing. Das ist mein erstes Unboxing. Es handelt sich um ein Paket von RC4WD. Und zwar um den berüchtigten Camping-Trailer. Der Lieferschein, einige Aufkleber. Ja, ganz nett. Das Paket kam aus Hongkong, deswegen gehe ich davon stark aus, dass es alles einfach in Hongkong oder einfach im asiatischen Raum hergestellt wird. Hier ist das schöne Stück. Der RC4WD Bivouac 1:10 Moab Camping Trailer mit Zelt. Das Campingzelt ist eigentlich viel zu teuer dafür, dass es eigentlich unter Anführungszeichen nur ein Spielzeuganhänger ist. Aber es ist natürlich das Beste vom Besten von RC4WD. Hierzulande in Österreich oder in Deutschland bekommt man es ab 350 Euro meistens, wenn überhaupt es lagernd ist. Ansonsten im Schnitt für 400 bis 500 Euro. Eigentlich macht es auch nicht wirklich Sinn, Übersee zu bestellen, direkt bei RC4WD, weil mit dem ganzen Versand und dem Zoll kommt man eigentlich genau auf den Preis, den man hierzulande bekommt. Zubehör sind Aufkleber. Ist hier das wunderschöne Zelt. So, das ist also das Zelt. Ja, es hat sich wirklich gelohnt, denn dieses Zelt gab es bei dem Black Friday Abverkauf. Da gab es tageweise Angebote bei RC4WD. Und ja, wenn man Glück hatte, war das dabei, was man eigentlich gesucht hat. Mir diesen Anhänger schon lange gewünscht. Und ich dachte mir, okay, für 300 Dollar, was halt regulär angeboten wird, plus Zoll, plus Versand, lohnt sich das auf gar keinen Fall. Aber war wie gesagt im Angebot an dem Tag, beim Black Friday Sale, und hat sich wirklich gelohnt. Ja, das ist das schöne Stück. Es ist komplett aus Metall, sehr scalig und auch wirklich schwer. Hat eine durchgehende Achse, das heißt quasi gesperrtes Differential, unter Anführungszeichen, hat ja kein Differential. Metallräder, RC4WD natürlich, Reifen, sehr qualitativ. Auch die Blattfedern machen einiges her. Bisschen kalt das Ganze, das Metall ist noch richtig kalt. Kam vor kurzem nebenan mit dem Paketdienst. Da wollte ich euch das Video nicht vorenthalten. Wirkt ein wenig schräg, aber ob das wahrscheinlich nur die Blattfedern sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man hier hinten, da ist so ein eigener Mechanismus,
Man muss es runterdrücken und nach rechts drehen. Und dann geht auch schon hier die Ladeluke auf. Okay, das kann man anscheinend nicht aufmachen. Alles klar, dann machen wir wieder zu. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr scaling, muss man sagen. Maßstab 1 zu 10. Also viele fragen sich wahrscheinlich, wie man das befestigt am Zugfahrzeug. Ja, also hier ist so ein Kugelschnappmechanismus. Das ist einfach ein Kugelgelenk mit einem M3-Gewinde. Das kann man einfach beliebig auf eine Anhängervorrichtung bei dem Zugfahrzeug, sei es Axial SCX-10 oder RC4 WD Trailfinder 2 oder was auch immer, befestigen. Hier einfach das Schnapperl zurückziehen und man kann es einklinken. Also eigentlich perfekt, ist mit dabei, das freut mich sehr. Hier kann man tatsächlich, wie bei einem echten Anhänger, das Stützrad ein- und ausfahren, natürlich sehr praktisch und sehr, sehr scalig. Alles aus Metall. So, hier auf der Seite gibt es noch einen Mechanismus, eine Luke quasi. Wenn man das zumacht, hier ist ein Schnappel, das muss man rausziehen und drehen, ansonsten funktioniert das nicht. Hier hat man massig Stauraum dahinter. Absolut genial, muss ich sagen. Hut ab. So, und jetzt kommen wir zu dem Zelt. Es waren diese Sachen dabei. Ich glaube, das sind die Haken, beziehungsweise die Stützhaken für den Aufbau des Zeltes, damit es in seiner Form bleibt. So, nehmen wir die Abdeckung ab. Dann kann man hier quasi die Leiter, es ist eine Metallplatte, auf der das Zelt befestigt ist, quasi ausfahren. Und da ist die Tür. Kann man einrollen. Es gibt mittlerweile einige Unboxings, naja, einiges übertrieben, sagen wir mal gute 4-5 bekanntere Unboxings auf YouTube bezüglich dieses Anhängers von RC4 WD mit dem Zelt. Allerdings habe ich noch keines gefunden auf Deutsch. Okay, das kann man natürlich entfernen, die Abdeckung. Bisschen kniffelig. Gab es hier denn gar keine Beschreibung dabei? Okay, hier gab es tatsächlich keine Beschreibung dazu. Also man muss selbst herausfinden, wie das funktioniert. Ich versuche es mal mit dem Kleinen. So, einfach mal da einhaken. Material ist derzeit noch etwas zerknittert durch den Transport. Logisch. Ich frage mich gerade, ob ich das die ganze Zeit überhaupt richtig mache oder komplett falsch.
Dann hier zu der Abdeckung. Also RC4 WDH hat dieses Zelt lizenzieren lassen und wird auch nur von RC4 WD vertrieben. Aber ich glaube, das ist soweit richtig. Sind in dem Metall so kleine Löcher drinnen, damit man das alles einhaken kann. Ja, genau. Ja, ein bisschen knifflig das Ganze hier mit den Stäbchen. Ein sehr beeindruckendes Zelt. Extrem scalig. Man muss dem Material noch ein bisschen Zeit geben, damit es sich formt. Also für jeden Scale-Liebhaber, und dem es das wert ist, viel Geld für das auszugeben, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Gibt auch kein anderes vergleichbares Zelt, beziehungsweise den Anhänger mit Zelt. Ja. Wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr Anhänger. Mal herausfinden, wie sich das hier, ob das tatsächlich so gehört oder ob ich da ein bisschen vertan habe. Aber ich denke, das ist keine Schwierigkeit. Bis Zusehen und bis zum nächsten Mal.